Hallihallo, ihr lieben Fräulein Jens, zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Ich zeige euch wieder, was wir im Monat April Schönes aufgebraucht haben und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Legen wir doch direkt los, wie immer auch mit den Haushaltsprodukten. Wir haben leer gemacht ein Waschmittel von Denk mit. Duftrichtung haben wir hier Summer Rain, das ist aktuell eine Limited Edition, reicht für 20 Waschladungen. So vom Duft her war es eigentlich ganz okay. An der Wäsche selbst merkt man dann aber leider nicht mehr viel vom Duft. Also mir fehlt da ehrlich gesagt so ein bisschen der frisch gewaschene Wäscheduft. Ich benutze aber auch Wäscheperlen oder Duftperlen, Wäscheduft, wie auch immer. Und Weichspüler ab und an. Aber jetzt gerade so Kochwäsche zum Beispiel, da benutze ich nicht wirklich Duft. Ja, und da ist es mir halt einfach aufgefallen, dass das leider nicht so viel Rums hat. Es hat aber seine Arbeit gut gemacht. Die Wäsche war auf jeden Fall sauber hinterher. Kaufe ich es nochmal. Ich weiß es nicht. Hi! Na, wer kommt denn da? Hä? Willst du dich auch mal wieder zeigen hier, gell? Ja, unser Mäxchen. So, das war dann einmal das Waschmittel. Dann habe ich leer gemacht von Domol diese WC-Duftsteine. Vierfach Power steht da jetzt drauf. Frühlingsfrische, da waren jetzt zwei solcher Teile mit drinnen. Das war so ein okay-Produkt. Das war jetzt nicht hundertprozentig geil. Aber irgendwie okay. Genau, also für den Preis muss ich sagen, waren sie eigentlich wirklich gut. Im Vergleich jetzt zum Beispiel von WC Frisch, die finde ich tatsächlich um Welten besser. Die sind aber nicht so ergiebig wie das hier tatsächlich. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich die auf jeden Fall nochmal nachkaufen werde. Ja, einfach weil sie länger gehalten haben und an sich haben sie ja eine gute Arbeit gemacht. Duftmäßig konnte man da jetzt aber nicht so mega viel wahrnehmen tatsächlich. Ja, genau. Aber ich habe auch festgestellt, die von WC Frisch, die laufen in letzter Zeit immer aus. Auch wenn man überhaupt nie spült, die laufen permanent und dementsprechend sind sie wirklich sehr schnell aufgebraucht. So, dann geht es weiter mit etwas, was ich diesen Monat zum ersten Mal getestet hatte. Und zwar geht es da um das Wäscheparfüm von Lenoir. Ich weiß, sehr umstritten, aber ich bin einfach so ein Duftopfer. Ich muss alles auf jeden Fall testen. Als erstes hatte ich mir von Lenoir diese, oh, wie heißen das? Ich glaube Aprilfrisch, ne? Diese blaue Packung geholt. Die brauche ich jetzt gerade noch auf und die sind jetzt auch noch nicht leer. Ich habe die nur in einen Vorratsbehälter umgefüllt. Riesenpackung, gab es bei Aldi, ich glaube für 6,99 im Angebot und das ist jetzt mit Ariel. Ich finde die echt gut, aber ich muss tatsächlich sagen, so vom Duft her, obwohl ich ja Ariel wirklich gerne mag, vom Duft her ist Aprilfrisch tatsächlich besser. Aber die haben richtig schöne Rums, die Wäsche hat gut geduftet und sie duftet auch noch, wenn sie ein, zwei Wochen auf jeden Fall im Kleiderschrank lag. Würde ich es nochmal kaufen? Ich denke schon, aber eher die April-Frisch-Version. Ich muss jetzt aber auch heute noch zur Drogerie. Vielleicht hole ich auch eine ganz andere Duftrichtung. Einfach mal so zum Durchtesten. Braucht man das Produkt? Nein. Will ich es haben? Ja, ich stehe halt einfach auf Düfte. Ihr kennt mich. Und ja, ich brauche das einfach, wenn die Wäsche frisch gewaschen ist, soll sie halt einfach gut riechen. Genau, aber da gehen die Meinungen auseinander, muss jeder für sich selbst entscheiden, was er möchte und was nicht. So, wir sind immer noch beim Thema Wäsche. Von Spee haben wir die Tabs aufgebraucht, 18 Waschladungen. Ja, die waren eigentlich ganz okay. Vom Duft her haben sie mich nicht überzeugt. Von der Sauberkeit her, also von der Arbeit, die sie machen sollen, waren sie auf jeden Fall echt top. Da finde ich so, unter den ganzen Pots, die es jetzt gibt, abgesehen von Ariel, finde ich die echt eigentlich ganz gut. Und dadurch, dass ich ja eh viel Wäscheparfüm oder was heißt viel, halt Wäscheparfüm meistens bei der Wäsche nutze, kann mir dann eigentlich so der Duft egal sein. Genauso wie jetzt hier auch, ne, bei diesem Waschmittel. Würde ich es nochmal kaufen, auf jeden Fall. Ich finde es ganz gut. Einmal von der ganzen Packung hat sich ein Pott nicht komplett aufgelöst gehabt. Ansonsten, ja, sind sie okay. Ich möchte nicht mehr ganz so viel mit Pots
waschen, weil die relativ schnell in der Waschmaschine einfach verstopfen. Da hatten wir schon mal ein Problem. Echt, unsere Waschmaschine, die hat gestunken. Mein Mann hat alles komplett auseinandergebaut und sauber gemacht und dann ging es wieder und mit Essig durchlaufen lassen, also Essigessenz und so weiter. Also ich sag's euch, es war ein langer Prozess, bis die Waschmaschine wieder sauber war und die Wäsche wirklich wieder geduftet hat. Ja, deshalb nehme ich ab und zu ganz gerne die Pots, aber nicht mehr dauerhaft. So, WC frisch gleich zweimal, jo, da kommt der Pelzer wieder raus. Zweimal leer gemacht, Mensch, und Skinners, hey. Von WC Frisch, wir haben hier die Ozeanfrische und nochmal die Ozeanfrische, neue Verpackung. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass am Produkt selbst viel verändert haben. Toi, 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 weil das ist im Moment so einer meiner Lieblinge. Ich finde einfach, der macht am besten Arbeit und der ist sehr, sehr ergiebig. Warum habe ich dann zweimal leer gemacht? In jedem Badezimmer eine Flasche, ja. Also die halten wirklich sehr lange, ich würde sagen fast 3 Monate und oh Gott, seht ihr, ich muss mir das ganz dringend auf meine Rossmann-Liste mit draufschreiben, dass wir den wieder brauchen. Das mache ich jetzt einfach mal direkt mit euch. Ich habe mir nämlich eben schon die Liste geschrieben und das habe ich tatsächlich vergessen. So, WC-Reiniger und WC-Steine brauchen wir wieder. Habe ich Wäscheduft? Nee, habe ich nämlich auch nicht aufgeschrieben. Waschmittel habe ich. Ah, doch. Habe einen Wäscheduft aufgeschrieben, dass ich auch ja nichts vergesse hier. Ist immer ganz schlecht, ohne Liste einkaufen zu gehen. Und ich finde, man kauft einfach so, so viel mehr, wie man eigentlich kaufen müsste. Deshalb, ich gehe nur noch mit Liste los. So, Spülmittel haben wir aufgebraucht von Palmolive Ultra Konzentrat. Aktiv in Kaltwasser, stimmt tatsächlich. Also ich finde es ein gutes Produkt, was sehr, sehr ergiebig ist. Klar, vom Preis her ist es ein bisschen teurer. Letztendlich hält es sich aber auch wesentlich länger wie was Günstiges. Da ich ja bekennendes Verpackungsopfer bin, kaufe ich auch ganz gerne mal so Limited Editions von Rossmann, DM und so weiter, weil es schön aussieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man es wirklich ergiebig mag, dann ja, ist man mit so einem Markenspülmittel tatsächlich besser ab. Ja, Arbeit macht es auf jeden Fall eine richtig gute. Mit Kaltwasser, wie es hier drauf steht, stimmt auch. Würde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Das ist mir dann wirklich das Mehrgeld mehr wert. Ne, weil wie gesagt, ich hatte echt ewig lange an dieser Flasche. So. Wir sind immer noch nicht durch mit Haushalt. Tada! Von Denkmitters Geschirrreinigerpulver. Glaube ich, muss ich mittlerweile nichts mehr zu sagen. Habe ich euch schon so ultra oft gesagt, dass ich das mega gut finde. Ihr wundert euch vielleicht, es ist noch nicht lange her, dass ich euch das im Aufgebrauch gezeigt habe. Liegt einfach daran, dass ich den Vorratsbehälter damit aufgefüllt habe. Also ganz leer haben wir es nett gemacht. Das mit 100 Spülgängen, das haut auf jeden Fall hin. Das macht eine gute Arbeit. Und viele sagen, Mensch, Jasmin, dann musst du ja extra noch den Glasspüler und Spülmaschinensalz dazugeben, wenn du das anstatt Tabs benutzt. Aber das habe ich eh immer aufgefüllt. Also von daher, ja, macht es jetzt für mich keinen Unterschied. Und Preis-Leistung finde ich halt echt gut. Das kostet, glaube ich, 3,45 €. Ich habe aber wirklich knapp 3 Monate dran. Ne? Bei uns läuft die Spülmaschine manchmal auch 2-mal am Tag. Aber so 2,5 bis 3 Monate hält es schon, ja, wenn man überlegt, für 3,45 € ist das echt gut, wenn man mal guckt, was die Spülmaschinen-Tabs im Vergleich kosten. Ja, da ist das eigentlich echt super. So, das war's mit Haushalt, wenn ich das richtig sehe. Wir machen dann mal weiter mit Pflegeprodukten. Da haben wir, oder eigentlich mehr ich, schau mal leer gemacht. Das ist jetzt das Color Cleanse mit Granatapfel. Ich finde das von Schauma ist ein gutes Haarshampoo. Habe ich schon oft benutzt, werde ich wahrscheinlich auch weiterhin benutzen. Ab und zu schwenke ich da mal wieder um, weil ich das Gefühl habe, die Haare gewöhnen sich einfach so schnell dran. Liegt aber nicht an Schauma, sondern allgemein an allen Haarwaschmitteln, habe ich so das Gefühl, oder Haarshampoos. Ja, würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen, fand ich eigentlich an sich ganz gut. Und ihr wisst ja, ich muss ja mittlerweile meine Haare nur noch nicht alle zwei Tage, sondern 2-mal die Woche nur noch waschen. Och, es ist ein Träumchen, sage ich euch, wenn man nicht jeden Tag waschen muss. Danach werde ich auch ganz oft gefragt, was ich da gemacht habe. Ich habe es ausgehalten. Also ich war das halt auch wirklich schon von der Kindheit an gewohnt. Wenn es duschen geht, wird auch automatisch Haare gewaschen. Und da gewöhnen sich selbstverständlich die Haare dran.
habe das dann bei der Größten dann auch immer so gemacht, ne, mit Haare waschen. Und ja, die Haare fetten dann auch irgendwann tatsächlich nach einem Tag. Und dann hätte ich mal die Kopfhaut runterkratzen können, weil das einfach so, so ein ganz blödes Gefühl ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, also ich habe da echt auch keinen Bock mehr drauf, weil wir Damen kennen es ja, Haare waschen ist halt nicht in einer Minute erledigt. Und dann habe ich es einfach ausgehalten. Ne? Erstmal 2 Tage, dass ich jeden 2. Tag nur noch gewaschen habe. Und so, ja, aber das war schon ein Prozess von mehreren Monaten, gell? Hab das dann halt so, ja, immer einen Tag länger ausgehalten. Mittlerweile bin ich so, dass ich sonntags und donnerstags meine Haare wasche. Und tatsächlich sind es auch noch nicht fettig. Also man kann die Haare wirklich dran gewöhnen. Ich sag ja, ich kenne das von mir nur zu gut. Ich war ja genauso früher. Und bei der Kleinsten habe ich es dann gleich von Anfang an schlauer gemacht und habe ihr nur einmal die Woche die Haare gewaschen. Ich glaube, ich könnte dem Kind 2 Wochen keine Haare waschen und die Haare sind null fettig. Und nein, der riecht auch nichts, wurde ich auch schon danach gefragt. Um Himmels Willen, wir laufen hier nicht stinkig durch die Gegend. Aber das wollte ich euch, oder wollte ich jetzt hier gerade einfach nochmal aufgreifen, weil da halt oftmals viele Fragen dazu kommen. Wie gesagt, also nach einer Woche wasche ich der Kleinen die Haare. Und es wäre eigentlich noch nicht nötig, aber ich denke, so einmal die Woche sollte es schon sein, ja. Dann haben wir wieder leer gemacht, die Ice Fresh Mundspülung von Colgate. Ja, nach wie vor einer meiner Favoriten, aber auch ein bisschen teuer. Ja, deshalb bin ich da tatsächlich auf ein günstigeres Produkt umgestiegen. Ist minimal schlechter, würde ich sagen. Also man hat da wirklich ein ganz langes, frisch anhaltendes Gefühl, wie es da auch draufsteht. Aber auf Dauer ist es echt teuer. Ich muss sagen, irgendwie, ich weiß nicht, an was es liegt. Ich habe an einer günstigen Flasche wesentlich länger als an dieser teuren, komischerweise. Aber oftmals ist das bei Lidl im Angebot, ein Dreierpack zum Beispiel für 4 Euro. Dann schlage ich da immer ganz gern zu. Ansonsten greife ich da auf die günstige Variante jetzt zurück. So, geduscht haben wir selbstverständlich auch. Da hat mein Mann einmal Axe-Duschgel leer gemacht. Alax Limited Edition steht da jetzt drauf. Ich finde tatsächlich, es könnte für Axe ein klein wenig mehr Rums haben. Aber mein Mann hat gesagt, es ist gut. Er ist halt einfach kein Mann der großen Worte. Es ist gut, sagt er. Ich finde, da vermisse ich irgendwie noch was. Da fehlt einfach noch so der Pep irgendwie. So, da habe ich leer gemacht von Playboy das Duschgel. Habe ich euch jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Mag ich total gerne. Das ist jetzt mit Pink Grapefruit, Jasmin Rush, Virgin Vanilla. Hä? Keine Ahnung. Naja, ist auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das habe ich euch schon in meinem allerersten Aufgebrauch damals schon gezeigt. Von Fades Divine Moments, da greife ich auch manchmal gern drauf zurück. Eigentlich bin ich so jemand, ich brauche so ein bisschen herber, ein bisschen frischer. Deshalb benutze ich jetzt viel die Adidas Duschgel zum Beispiel oder halt auch die von Playboy. Aber ab und zu habe ich da drauf Bock, weil das ist echt ein schöner, blumiger Duft. Gefällt mir mega gut. Kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, ja. So, dann habe ich wieder leer gemacht die Reinigungsmilch von Isana, gerade heute Morgen erst. Und die finde ich eigentlich ganz gut mit Aloe Vera und Glycerin. Genau, da gibt es ja noch eine andere, nee, ein Waschgel ist das von der Rossmann-Marke. Finde ich nicht so gut, aber das hier ist echt gut. Das macht so eine schöne, geschmeidige Haut und ja, das gibt mir morgens immer so einen frischen Kick, wenn ich mir mein Gesicht damit wasche. Ist eine große Empfehlung von mir und kostet gerade mal 99 Cent. Eine Tinti-Bade-Überraschung wurde von der Kleinsten noch leer gemacht. Sie liebt ja alles, da ist auch die Marke eigentlich total egal. Hauptsache, es macht das Wasser bunt oder es kommt eine Überraschung raus, was auch immer. Ja, liebt sie, findet sie gut. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt so bisschen zu teuer, ja, und greift da meistens eher so auf die Eigenmarken drauf zurück. Aber ich denke, dass dieses Alter eh bald wahrscheinlich vorbei sein wird. Ja, sie werden aber zu schnell groß.
So, Rexona, Cotton Try, Algodon, Deo, muss ich nichts mehr sagen. Ihr wisst, es ist mein Favorit. Ich teste jetzt auch nicht mehr weiter mich irgendwie durch. Ich bleibe bei dem, was gut ist und hoffe, dass ich da gleich auf jeden Fall Nachschub bei Rossmann bekomme. Und seht da, Deo habe ich auch vergessen aufzuschreiben, aber ich habe, glaube ich, noch ein ganzes. Aber bevor es ausgeht und ich da stehe ohne was, nehme ich das dann auch nochmal mit. So, die Liste wird immer länger. Ups, ja, so ist es halt, ne? Colgate, die Sensation White, auch so ein Produkt, wo ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen muss. Ihr wisst, wir lieben sie. Ich sage einfach nichts mehr dazu, gell? Dann habe ich noch leer gemacht die Get Big Lashes Volumen Curl Mascara. Ich weiß nicht, was mit der los war, aber tatsächlich hatte ich die locker 3-4 Monate, obwohl ich mich täglich damit schminke. Die ist irgendwie ergiebiger geworden. Keine Ahnung. Vorher habe ich ja wirklich jeden Monat eine neue Mascara geöffnet. Jetzt hat sie 4 Monate gehalten und das war geil. Genau. Ich finde die richtig gut. In Verbindung mit einer Wimpernzange trage ich die ja immer auf. Und ja, ich finde, dass die von Essence völlig ausreichend ist. Und die macht wirklich ein schönes Volumen. So, und last but not least. Von Isana habe ich noch die Antifalten Power Q10 Creme leer gemacht. Ihr habt ja die Tage gesehen, dass ich euch wieder ein Produkt vorgestellt habe, was ich in der Vergangenheit schon viel, viel genutzt habe. Damit ist die nicht zu vergleichen. Absolut gar nicht zu vergleichen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die macht so, wie soll ich das sagen, die Haut so ein bisschen klebrig. Und das mag ich halt überhaupt nicht. Ich will so eine samtig weiche Haut haben. Mit Beauty Mate schaffe ich das. Also mit der Creme davon, damit leider nicht. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal kaufen würde, bin ich ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich teste mich da einfach munterfröhlich weiter. Und ja, wir sind am Ende angelangt. Das war unser Aufgebrauch von diesem Monat. Und ihr Lieben, ihr wisst, ich freue mich immer sehr über euer Däumchen nach oben und über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Meine Füße sind eingeschlafen, die muss ich jetzt erstmal ausstrecken hier. Und ja, sage bis ganz bald. Ciao.